So, dann wollen wir mal raus. Und wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich hätte gerne erstmal die Oberlandkarte. Gibt es hier eine? Nee, es wird nur den Hafen geben. Sowas mag ich ja gar nicht. Jetzt kann ich mich nicht wirklich orientieren, wo ich hin muss. Also ich weiß, dass oben links die Insel war mit diesem Ramek, Namrek, was auch immer. Wo wir gerade den letzten Hinweis zu bekommen haben. Ein Tiumas Waffnelson in... Ah, Manrek steht auf meiner Liste. Genau, Manrek. Das ist oben links, wo wir die Piraten vermutet haben. Und wo unterwegs auch jede Menge Piraten waren. Da könnten wir also wieder hin. Aber ich weiß nicht, ob es ein Schiff direkt dorthin gibt. Oder ob wir erstmal nach Oversorn oder was war das andere? Rovik? Zurück müssen? Schauen wir mal. Es gibt ein Schiff nach Gudasunden. Gudasunden war südlich von hier, nicht allzu weit. Wir wollen aber nicht südlich. Oder haben wir noch irgendwas, was südlich liegt? Ja, kann sein, aber ich kann das jetzt so nicht sagen, weil wir die Karte nicht sehen können. Das ist echt ärgerlich. Es sollte eine Option geben. Ich kann aber mal ganz kurz gucken. Dass wir irgendwo die Hauptkarte uns angucken können. Ja, Karte, aber das ist die Karte von der Stadt und nicht von der Welt. Schade. Spielstand sauber sprechen, Lager. Nö. Na gut, dann fragen wir mal nach, wann denn die nächsten Schiffe so kommen. Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Bremen, Kord und nach Manrin. Ist Manrin Manrek? Es hört sich so ähnlich an. Hieß die Insel vielleicht so? Manrin? Oder hieß die Insel Manrek und die Stadt Manrin? Und wir haben nur einen Hinweis bekommen, dass er irgendwo auf dieser Insel ist und nicht in welcher Stadt. Na gut. Das werden wir dann mal versuchen müssen. Aber erstmal einen Tag schlafen. In einem Einzelzimmer, das reicht. Eine Nacht. Wir würden gerne vorher meditieren. Und diesmal nehmen wir nicht 10, sondern nur 5. Weil das letzte Mal war es wohl ein wenig zu kompliziert für Talana. So, schaut schon besser aus. Eine Tanile hinterher. Und schlafen. So, dadurch müsste die Astralenergie fast voll werden. 3 Astralenergie nur bekommen, das ist ja... Na gut, ist das Schiff denn da? Prem und Manrin. Kostet nichts und dauert 110 Stunden. Ach du gute Güte. Da sind wir fast eine Woche unterwegs. Na, wenn wir jetzt auf andere Schiffe warten müssen, dauert es auch nochmal 1-2 Tage, wo wir hier schlafen müssen. Adlerschwinge heißt das Schiff. Ja, genau. Der Schnellsegler Adlerschwinge bietet euch für heute eine Begleitschutzfahrt nach Manrin an. Es ist weder ein Schnellsegler, noch passt der Name Adlerschwinge. Aber na gut. 110 Stunden. So. Hoffentlich fahren wir wenigstens in die richtige Richtung. Oben ist schon mal gut, aber guckt mal, wie langsam der vor sich hin tuckert. Also ja, wir regenerieren zwischendurch schön Lebenspunkte und Astralenergie. Aber damit werden wir schon nach den ersten 1-2 Tagen durch sein. So, na gut, lässt sich nicht ändern. Jetzt können wir noch warten, dass die Leute seekrank werden und dass die Piraten kommen. Aber eventuell ist uns ja Effort wohl gesonnen, nachdem wir 100 Silberstöcke gespendet haben. Und wenn wir dann da ankommen, können wir nochmal nach einem Piratennest suchen, von dem ich der Meinung bin, dass er da ist. Und diesmal lassen wir auch Myrim vorne weglaufen. Denn sie ist ja ein wenig mehr darauf bewandert, in der Wildnis Sachen zu entdecken. Letztes Mal hatten wir Gwendolyn ja vorgeschickt. So, das müsste jetzt Tag Nummer 2 oder 3 gewesen sein. Das huscht ja alles recht schnell hier vorbei. So, da oben war eine Stadt und da war noch eine. Es sieht so aus, als wenn wir auf die da zusteuern würden. Können wir jetzt hier gucken, wer das ist? Nee, ich kann nur wild rumklicken, aber es passiert nichts. Schade. Und ja, alle werden reihum mal seekrank. Hätten wir das vorher gewusst. Aber können wir ja nicht wirklich. Die Zufälle, die Hinweise sind ja relativ zufällig. Sofern ich das weiß.
Und bisher liegen wir eigentlich ganz gut in der Zeit, würde ich mal so sagen. Also wir haben nicht unnötig viel Zeit verschwendet. Und wir haben jetzt ja auch schon, ich glaube, 4 Kartenstücke. Das ist ordentlich. Und 2 weitere können wir nur bekommen, wenn wir Glück haben. Also einmal das Kartenstück von der einen Frau, die durch mit ihrem Schiff unterwegs ist. Und einmal das Kartenstück von dem Händler. Wobei, das von dem Händler zu bekommen, stelle ich mir recht schwierig vor, denn er scheint ja selber auf der Suche zu sein nach dem Schatz. Vielleicht müssten wir da etwas rabiater werden. Auch wenn das Gerugon bestimmt nicht gefallen wird. Aber da müssen wir ihn mal kurz aus dem Zimmer schicken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das Schiff hat langsam Land in Sicht. Wird ja auch echt Zeit. Komm schon. Komm nachts an. Na super. Also, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind in Manrenden. Auf meinem Zettel steht aber, wir sollen einen Tiomas Waffnetzon in Manrek suchen. Gehen wir mal in eine Taverne und fragen da ein wenig rum. Das ist keine Taverne. Das war eine Herberge. Das ist eine Taverne. Die Sturztrinker. Na gut, hallo ihr Sturztrinker. Die Taverne ist nicht schlecht besucht, das ist okay. Wir hätten gerne 6 Bier und ihr kennt euch doch hier aus. Kennt ihr vielleicht Tiomas Waffnelson? Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ja noch anderweitig weiterhelfen. Na gut, denn halt nichts Spezielles. Wenn ihr ein Schiff sucht, fragt ihr am besten in der Hafenmeisterei. Man kommt hier recht gut weg, aber es empfiehlt sich mal einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, wenn man kein Schiff zum geplanten Ziel findet. Ja gut. Oh, und wir werden von jemandem angesprochen. Unvermittelt tritt ein unscheinbarer Mann an euren Tisch. Vom Aussehen her mag es ein Händler sein, der schon einmal bessere Tage erlebt hat. Darf ich mich setzen? Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach dem Schatz vom alten Hügelig. Vielleicht braucht ihr jemanden, der schon quer durch die ganzen Torwallerlande gewandert ist und alle möglichen Leute kennt. Erwo mein Name, Erwo von Grollenbrick. Das ist jetzt aber nicht der Händler, den wir suchen, ne? Nein, unser Händler heißt Kolborn. Vielleicht gibt er auch nur vor, Erwo von Goldbring zu sein. Und du verkaufst deine Informationen? Aber nein, ich hätte Lust, ein wenig mit euch auf Wanderschaft zu gehen. Ich hänge eh schon viel zu lange in diesem Nest herum. Braucht ihr noch jemanden? Er sieht so etwas älter aus. Aber solange er nützliche Informationen hat, wird er uns bestimmt auf andere Weise nützlich sein als im Kampf. Dann sei uns halt willkommen. Hallo Erwo. Und kurz darauf tritt noch eine Frau an unseren Tisch. Oldrit Hjaldarsdottir. Wir stellen uns vor. Der beste Laden im Ort ist der von Hjorde Arenson. Na gut. Das soll uns dann auch erstmal reichen und wir verlassen die Taverne. Und unsere Mädels haben ein wenig über den Durst getrunken. Und wer bist jetzt du? Du hast Schuhe an, du hast Proviant dabei, du hast Kletterhaken, du hast Wein, einen schweren Dolch und du bist ein Streuner Stufe 4. Das sieht doch schick aus. Stichwaffen 8. Ansonsten hat er an herausragenden Talenten Taschendieb 9, Schleichen 12. Betören 8, Gassenwissen 9. Oh, das ist echt ordentlich. Ja, doch. Der scheint praktisch zu sein, solange er uns nicht taschendibisiert. Jetzt wollen wir aber weiter gucken nach dem Swafnilsson, hieß er doch, oder? Tiomas Swafnilsson. Also, nächste Taverne. Vielleicht haben wir da etwas mehr Glück. Naja, das ist wieder eine Herberge. Und da um die Ecke ist noch eine. Ja, der volle Humpen. Hallo, voller Humpen. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Dann hätten wir jetzt gerne 7 Bier. Sehr schön, dass sowas mit reinprogrammiert wurde. Und, ihr kennt euch doch hier aus. Kennt ihr vielleicht Tiomas Waffnelson? Der Name sagt mir nichts. Schade. Nach Brenthill gibt es einen Pfad. Wenn ihr euch anstrengt, kommt ihr vielleicht in einem Tag ganz über die Insel. Falls das nicht klappt, könnt ihr immer noch versuchen, bei Firungor in der Hütte unterzukommen. Ach, das wird der wortkarge Jäger sein.
Na gut. Dann verabschieden wir uns aus der Taverne und machen uns jetzt mal auf den Weg zu dem anderen Dorf hier auf der Insel. In der Hoffnung, dass wir entweder unterwegs Piraten finden oder dort dann vielleicht den Tioma finden. Denn hier scheint ihn keiner zu kennen. Und es ist eh die falsche Stadt, außer ich habe dabei die Notizen was falsch gemacht. Also würden wir jetzt gerne nach Brenthill reisen. Ja, wir könnten versuchen, Tiere zu erlegen, das wollen wir aber nicht. Wir haben einen Rastplatz, wo man Kräuter sammeln könnte. Aber es ist noch recht früh am Morgen, wir sollten nicht unbedingt allzu viel Zeit verschwenden. Nein, wir reisen weiter. Abseits des Weges könnt ihr die Spuren von Stiefeln und Sandalen erkennen, die dann plötzlich im Gebüsch enden. Als ihr die Spuren verfolgt, stellt ihr fest, dass ihr hier nach einigen schrittdichten Unterholz einen Pfad in die Küstenhügel findet. Nach einigen Dutzend Schritten könnt ihr einen Höhleneingang ausmachen. Wollt ihr die Höhle untersuchen oder umkehren unseren Weg fortsetzen? Natürlich wollen wir die Höhle untersuchen. Das werden jetzt endlich die Piraten sein. Wusste ich doch, dass ich mich daran erinnert hatte. Oh, und wir werden gleich von einem Piraten begrüßt. Dann lauf du doch mal, möglichst so, dass du dem Fernkämpfer nicht im Weg stehst, dahin. Du läufst dahin. Du machst gar nichts. Oh, doch. Du läufst von dem anderen Piraten daneben und steht weg. Oder ist das unser... Ach, das ist unser neuer Freund. Na gut, dann läufst du einfach vom Eingang weg, denn ich habe den Verdacht, es kommen gleich noch mehr. Du stellst dich dahin und schießt von hier auf den. Du stellst dich mal demonstrativ hier in den Weg, falls da jemand kommt. Du gehst hier hin und zielst schon mal auf den anderen Eingang links. Und unseren neuen Freund können wir nicht steuern. Das könnte ein Problem werden. So. Du hältst da den Posten. Du schießt nochmal drauf. Du sicherst. Du haust ihm in den Rücken, wie es sich für einen Streuner gehört. Zack. Und Terik könnte zwar jetzt auch rangehen, aber ich glaube, das lohnt gar nicht. Terik läuft lieber zu dem Eingang und wartet da schon mal ab. So, du machst auch nichts. Sicherst. Sicherst. Die dürften das schon schaffen. Also unser neuer Freund, Gwendolyn und ist das Tal Myrum oder Yallen, die da unten schießt? Es ist Yallen. Komm schon, ein guter Treffer noch und der müsste umfallen. Au, der haut aber ganz schön rein. Komm schon. Aber anscheinend kommt doch keine Verstärkung. Dann war das wohl nur so eine Art Kundschafter. Angriff. Zack. Ein ganz schön zäher Kundschafter, den wir irgendwie nie treffen. Na gut, dann lauf doch mal dahin. Und nehm ihn von der anderen Seite unter Beschuss. Nicht Werte prüfen, ich wollte abwarten. 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 Und ruf da. Immer noch nicht tot. Na also. Ein Dolch, ein Säbel und Silberschmuck. Den Silberschmuck nehmen wir mit. Den Rest lassen wir liegen. Eine Piratenhöhle. Schön, schön. Dann. Warum ist das hier blau? Achso, haben wir schon einen Schritt gemacht? Wir haben zwei Türen. Über einem großen Feuer hängt ein Topf mit einer dicken, brockigen Fischsuppe. Wollt ihr euch den Magen vollschlagen oder das Essen ignorieren? Nein, danke. Wir haben es eigentlich ein wenig eilig. Denn wir wollen erstmal gucken, wer hier unten sich überall so rumtreibt. Und wir lassen jetzt Terik vorlaufen. Mit seiner Zwergennase findet er vielleicht irgendwelche Mechanismen, die den anderen verborgen bleiben. Auch wenn Terik die Tür nicht aufbekommt. Gwendolyn, machen wir bitte die Tür auf. Und lass jetzt Terik für den Vortritt. Oh, aber da ist eine Kiste. Und ich wette, hier drin sind noch irgendwelche Piraten. Also speichern wir lieber erstmal ab. LP, da.
26 und wir sehen uns gleich wieder in diesem Piratennest. Also bis dann.